Ortstermin auf 10 städtischen Baustellen. Hier in der Theodor-Heuss-Schule entsteht ein neuer Pausenhof. Die Robert-Schumann-Schule wird modernisiert. Die Grundschule in Sandweier bekommt als Ganztagsschule eine Mensa. Und die Realschule muss dringend saniert werden. Baden-Baden nimmt dafür rund 20 Millionen Euro in die Hand. Wie wird's geschuldet? Die Stadt hat in den vergangenen Jahren den Schwerpunkt auf die Schulentwicklung gesetzt. So sind auch heute von den 10 Projekten 7 Projekte, also 70% Schulbauprojekte. Das ist Investition in die Zukunft unserer Kinder und das war auch notwendig. Wir können dies schultern aufgrund der bisher guten wirtschaftlichen Lage. Die neue Grundschule in der Cité für 15 Millionen entsteht mit Hilfe von Privatinvestoren. Die anderen Projekte, auch das haben wir gesehen, lassen sich finanzieren in Kooperation mit privaten Partnern, auch mit der städtischen Tochter GSE, mit der Gewerbeentwicklung. Und in der Kombination städtischer Haushalt, Gesellschaften der Stadt ist vieles möglich. Und das hoffen wir, dass es in Zukunft auch so bleiben wird. Die Arbeiten in den Schulen liegen soweit es geht in den Ferien. Kein Handwerker muss deswegen aber auf seinen Urlaub verzichten. Hier zählt die richtige Planung. Die Ferien sind ja in der Regel 6 Wochen. Und dann werden die Gewerke so verlegt, dass also auch die Baufirmen, die ihre dortige Bauferien haben, dass sie die dann auch durchführen können. 5 Millionen vom Land für eine neue Turnhalle und weitere 3 Millionen aus dem Konjunkturpaket 2 machen den Bau des zweiten Feuerwehrgerätehauses und neue Brandmeldetechnik im Theater für die Stadt erträglicher. Das heißt, auch ohne die Hilfe des Landes wäre die Kommune überfordert und insofern ist es eine gemeinsame Anstrengung. Die Schwerpunkte sind gesetzt, das ist die Schulentwicklung.